Vielleicht muss ich den eh gleich wieder weg. Kurz. Läuft. Scheinbar auch einige das Internet schwanken bei der Xbox sehr, sehr problematisch sind. Okay, dabei habe ich Seekabel gebunden. So, hallo erst einmal. Hallo liebe Leute, willkommen hier zu LS 22. Geplant war was anderes, aber da hat meine Xbox nicht mitgemacht. Kann halt trotzdem noch, was sie das schwankt. Wenn du nichts aufs Kabel gebunden ist oder bei WLAN. Damit es gerade die Xbox da feinfühliger ist. Quasi. Naja, steht ja, dass die Xbox anfälliger für solche Verbindungsfehler ist. Er schaut gerade an aus dem Computer. Ah, okay. Vielleicht wollte ich draußen schauen, weiß nicht, ob das schwankt jetzt, keine Ahnung. Bitte? Vielleicht wollte ich draußen jetzt geschaut haben bei dir und deswegen schwankt es vielleicht, keine Ahnung. Ab und zu kann das vorkommen, ja. Wobei das nicht sein sollte, weil ich habe eigentlich eine 300-Bit-Leitung. Sollte und sein, es soll ein schmaler Grat, weißt du? Ja, eh. Typische österreichische Aussage. Ja, eh. Ich habe auch mein Kollege aus dem Urlaub zurückgekommen ist. So, wie ist der Urlaub? Du bist der Antwort. Ja, jetzt gut. Typische Begrüßung von Urlauber. Servus Urlauber. Solange es nicht ist, Servus Geschissener. Wieder da, oder? Jetzt war schon scheiße. Jetzt sehen wir das, Entschuldigung, ich muss so leiden, aber du mit dir. Das ist nicht cool. Was ist cool? Na, ist mir gerade, vergiss mal auf die eine Fläche da. Das ist eh noch da. Auch ideal für Produktionen. Was für ein Feld? Dieses 28, das zwischen dem Bahnhof und so. Da könnte man eigentlich so einen Weg in der Mitte durchmachen und links und rechts zur Produktion hinschieben. 28, ich sehe nur 26, ich sehe nur 28, das kleine da. Mhm. Das war in der Mitte. Einen Weg durchmachen und links und rechts Produktionen quasi hinstellen. Nein. Hallo. Hallo. Ja, was? So, das Leiband. Dürfte wirklich irgendwelche Probleme sein. Jetzt hast du den Server gewickst. Na, siehst. Sag ich ja. Internetprobleme, bitte. Kannst du nicht so oder mal neu starten? Ja. Dann probieren wir es nochmal. Das wird gar nicht so teuer, das ist bis der Börsen geschenkt. Die Kombination kostet 213.000. Ich rechne 213.000. Nur der Mähdrescher wird einen Anschub kosten. 405. So, hello everybody. Wir sind wieder da. Hallo und herzlich willkommen zurück. Nicht sofort, so wie angekündigt. Oh, es geht leider nicht anders. Servus Flo.
Ja, irgendwie scheine ich heute Internetprobleme zu haben. Eigentlich Forza war unmöglich. Zuerst hat der Xbox gestreikt, dann haben sie mir, gesagt, Forza-Server nicht verfügbar. Das GPS kostet aber uns 15.000. Mhm. Das ist sogar fast weniger wert. Ich habe gesagt, er zahlt 12.000 für alles. Mhm. Das ist einfach was. Sie können mal entschuldigen. Kriegst du nicht nur ein Drescher. Weißt du, was mir eigentlich auch eingefallen ist? No. Wenn du ja dann eh nicht auf Getreide gehst, kannst du eigentlich einen Drescher verkaufen. Habe ich mir auch überlegt, aber vielleicht gehe ich ja dann doch irgendwann, weißt du, so wegen Cash oder so wieder. Ja, aber dann kannst du vielleicht einen größeren. Stimmt. Weil jetzt hast du ja einen kleineren. Und jetzt ist er noch was wert. Desto länger du stehen lässt, desto weniger wieder wert. Einmal baue ich ihm noch einen Durchgang. Ja, ich meine doch, das ist quasi eine Überlegung. Mhm, ja, stimmt. Natürlich könntest du behalten, kaufst einfach dann noch einen großen, hast zwei. Wäre auch eine Möglichkeit. So, Flo, ich zeig dir jetzt einmal was. Alter. Nur weiter die ganze Zeit. Gepackt. So, den kennst du ja. Hat sich schon schön was gesammelt. Alter, wieso hebt es nicht mehr so aus? Und da drüben haben wir jetzt einen zweiten. Sonnenblumchen aus. Es dauert. So, jetzt schauen wir mal was. Was ist da passiert? Ja. Was, wo ist was passiert? Heuballen sind umgeflogen. Was mit dem Kranzball? So, dich habe ich noch, aber die brauche ich jetzt. Ich schaffe eh nichts zu tun, aber. War das 70? Keine Ahnung. Na, 60 waren es. 60.000. Ich bin nicht mit mir. Entschuldige, bitte? Ich hab gedacht, du hast mit mir jetzt geredet. Achso, nein. Nein.
Ich hätte jetzt nur mal schauen. Das passt jetzt so. Und das klein und süß dann. Rauchnotfest daher. So, was ich mir geglaubt habe, das John Deere, ja, ist eigentlich, also das ist hier schon das Zeichen, okay, das ist das Deere, ja, verstehe ich, das ist eigentlich, das, er hat wahrscheinlich John geheißen, hat also das Deere dieses Markenzeichen, und dabei heißt der hat wirklich John Deere geheißen, der Erfinder. Ich dachte aber immer, was er hat John geheißen und hat halt als dieses Markenzeichen Deere genommen und hat halt einfach den Namen John Deere genommen. Aber der hat wirklich so geheißen. An Tankstelle muss ich schon Rabatte kriegen, oder? So. Du hast einen Wartezeit. Ja. Brauchst du das Stroh? Bitte? Brauchst du das Stroh? Das hätte ich nur verkauft, quasi. Groß? Bitte? Ist das Feld groß? Das 26er ist das. Bitte? Schau grad. Ich weiß nicht, ob das groß ist oder nicht. Mittel. Hätte ich gesagt. Das hat mich keine Lust, einmal extra Warzen. Ah, könntest du mir vielleicht wieder deinen LKW leihen? Ich möchte jetzt nämlich doch den Schafstall da abreißen. Willst du selber machen oder soll ich dir helfen beim Fahren? Wenn es so ruckelt, dann würde ich Hilfe brauchen. Ich gebe dir mal die Rechte und dann genau geschafft. Okay, danke. Nicht, dann komme ich einfach. Schwer anzuschätzen, wie viel da rausgeht. Deine Traktor ist auf einem Ballen von dir. Ja, hab ich schon gesehen. Muss ich da machen. Du bist eingestellt, ich hab vergessen, dass wir schon Ballen sind. Shit. Der Kurs wird dumm geklickt. Ich vergesse ich auch jedes Mal. Auch interessant. Boah, das ist wirklich gut. Auch interessant wegen dieser Wickelmaschine. Wegen welcher? Wegen der Wickelmaschine jetzt, ja. Weil ich da gerade zu Arsch mache.
haben extra Wickler aus einem Grund, weil er wollte zuerst so eine Wickelmaschine haben, gleich, also All-in-One-Paket. Mhm. Aber das zahlt sich bei ihm nicht aus für 500 Ballen, weil dann müsste er viel mehr wenden und viel mehr hin und her fahren. Da zahlt sich lieber so eine kleine aus und er wickelt nachher. Das ist für ihn ein mehr Zeitersparnis. 500 Ballen. Oh, Alter. Ich kann nicht damit hinfahren. Ich schaff's nicht zu fahren mit dem Ding. Das ruckelt so derartig, immer wenn ich da einsteige in diesem Tag. Ich glaube, das wirst du dann bitte übernehmen müssen. Da muss ich schon im Voraus steuern, damit ich dort abbiege oder so. Und auf einem. Bitte? Hast du mit dem Johnny rüber? Eh auch zu dir? Was? Mit welchem Johnny? Mann. Das gibt nur ein Turnier. Kann ich machen, wenn du willst. Oh, kannst du aber in den Truck einsteigen und fahren? Ja. Okay, hast du schon wieder gut müde, was du hast? Mit dem Gerät. Ja. Und würde das Feld ausreichen für dich? Das wären zu wenig. Okay. Aber ich sehe irgendwann nochmal. Ich meine, es wird sicher reichen am Anfang. Mhm. Ich glaube, ich muss dann sowieso nochmal extra anbauen. Also wenn ich jetzt mit dem fahre, es ruckelt überhaupt nicht. Es muss irgendwie ein Glitch bei mir sein mit dem LKW. Ich meine, ich mit Stroh wahrscheinlich trotzdem, du musst mal nur sagen, was du da halt verlangst, wie das dann hab. Mhm. So, das. Wir können ja dann ein Tauschgeschäft machen, gegen Wolle zum Beispiel. Aber ich glaube, ich habe nicht so schnell so viel Wolle. Macht gar nichts. Wohin willst du haben? Auf irgendeines der Grasfelder, oder? Ja, aber lass mich dort stehen. Der wird fast mit dem vorbei, so wie du. Lustig, was das sein kann. Aber es ist nur der Truck. Aber wirklich lustig. So ich hab's überhaupt nicht. Also bei mir ist wirklich alles easy cheesy. Stabber, du bist mein Truck da, Alter, und das ist. Mal leider keine Ahnung. Der Ball. Ich meine, ich brauche mal einen anderen noch, oder? Boah, jetzt bin ich vorbei bei dir, jetzt sehe ich ihn nicht mehr und es geht. Und wie sagst du irgendwas, dass du nicht anschauen darfst? Du musst mir halt Rente geben, sonst kann ich nicht angucken. Ah, sorry. Oh. Das heißt, von dem einen Stahl nehmen wir es alle raus. Genau. Und ich baue jetzt einen zweiten gleich hin. Das ist eine schöne Spinnerei. Bixil hast du aber noch keine gemacht, ne? Nein, den möchte ich dann dorthin, wo der Stall ist. Ah, okay.
ist wirklich krass. Alter, das ist wirklich. Ich sehe den Truck, es ruckelt. Ich wende mich ab. Irgendwas mit der Textur, ich wende mich ab von dir, vom Truck. Und es geht. Das ist dann fix der Truck, aber. Das ist sicher der Truck, aber. Kurios. Du hast irgendeine Textur, irgendwas, was du, weil du wirst ja nicht auf höchster Auflösung haben. Also, dass irgendeine Textur da auf höchster Auflösung ist und deswegen ruckelt, wenn du sie hast. Weil die Texturen laden ja trotzdem. Mhm. Auch wenn du es runtergeschraubt hast von den Fahrzeugen. Warte mal. Ja. So, dann stehst du dich im Weg. Du müsstest halt schauen, ob du es anladen kannst, bitte. Ja. Also ich weiß, wie deine Maschine ist. Schieß dann aufstehen. Oh, ich hoffe, ich kann ihn dann wegreißen, weil da stehen noch die Ballen auf. Bin ich noch nicht ausge. Warte, ich schau mal. Nein. Leider nicht. Doch, warte mal. Flo sagt doch. Echt? Na, ich kann's nicht sagen. Ah, oh ja, geht. Danke, Flo. Ach so. Jetzt hat aber nur eines eingeladen. Toto. Hä? Jetzt kann er auf einmal nur 10 einladen. Also auswählen. Da geht ja ur viel Viecher rein. Also schau auf ihn. Ah, okay, 30. Ich glaub, weiß ich nicht. Aber steht oben dabei dann. Kann ich schon? Ja, ich muss immer noch den Stall hinbauen jetzt. Ja, also mal. Aber da auch wegkommen. Oh. Boah, ist das zart. Boah. So, da haben wir jetzt gesagt, so hin. Ich sehe nicht, ob der ganz klar dort ist. Gut, ich glaube, ganz klar habe ich den nicht gesetzt. So, ist gesetzt. Ha, die Grasfläche bleibt da.
auch lustig. Aus welcher Platte? Ballen kann ich ja nicht aufladen mit dem Anhänger, gell? Ich Anhänger? Mit dem kleinen, wo wir die Paletten aufladen. Nee, das hab ich. Okay. Dankeschön. Ich glaube, das sollte man Don Dolly überlegen. Und? Hast du so oft jetzt das? Nein, aber wenn ich dann mal Schafe verkaufe oder so, das kann ich kann nicht steuern. So. Weißt du, wie ich meine? Auf jeden Fall, danke. Der Anhänger ist wirklich nicht fürs Auto gemacht. Danke auf jeden Fall. Rechte kannst du dann wieder weg, ne? Yes. Problems. So. So, jetzt muss ich nur noch denen Happy Happy geben. Ja, das glaube ich auch, Flo. Ja, da muss ich mich vielleicht noch umschauen nach einem anderen Anhänger. Wie schaut denn die Produktion aus? Geht es schnell oder wie ist der Tempo? Was? Ich fahre mich hin. Ja, dann. Kein Stress. Thank you.
möchtest wissen, welchen Dings sie produzieren. Okay, Wolle ist aber... Zwei Wolle ist ein... Stoff. Produktion, also Zyklus pro Monat ist 1440. Außen 440? Mhm. Das ist eigentlich eineinhalb Paletten. Oder so. Was meinst du mit eineinhalb Paletten? Produziert in einem Monat. Also verarbeitete. Mhm. Das ist eigentlich eh nicht viel. Oder? Ein Wolle nimmt er, 1400 sind 1,5 Paletten. Mhm. Das geht ziemlich langsam. In Baumwolle, glaube ich, war sogar weniger, was ich mich erinnern kann. Manchmal haben sie es auch geändert. Dann hast du nicht gesagt, 2 Wolle ist pro Zyklus? 2 Wolle ergibt einen Stoff. Achso, das ist aber 3000. Der Zyklus hat aber hingeschrieben 1440. Nee, aber pro Zyklus sind wir trotzdem 2 Wolle. Ja. Nee, das sind 3000. Und das sind 3 Paletten. So, meine kleinen Schäfchen, jetzt kriegt sie bald wieder Happy Happy vom Papi. Habt ihr? Die haben sich übrigens schon vermehrt, Flo. Das sind schon 30, 20 hatte ich. Das Tiermenü. Ich nehme das Stroh auf jeden Fall einmal. Okay. Oh, die Schwarzen haben auch schon geworfen. Bitte, Entschuldige. Ich muss mal nur sagen, wenn es fertig ist und so, wann ich dann kommen soll. Wie viele Leute dann ist. Ja. Hast du dafür einen Ladewagen oder sollen da. Einfach fallen. Oder? Soll ich auch einen großen Schafstall macht oder? Ja. Ah ja.
Am Anziehen ist in dieser Woche jetzt. Ich sag das gut, und damit den Ruf zu beginnen. Mhm. Auf Feld 36. Und 36 weg ist, werde ich auf 33 umbauen. Oder wird dann ein neues Sonnenblumenfeld hinkommen. Außer ich schaffe es, weil 34 weg sind es gar nicht so teuer eigentlich. Ich weiß nicht, warum ich das immer auslassen habe. Wohl eine 34. Dann hätte ich zwei Maßfälle. Ah, das bin doppelt. Oh ja, Maß. Dann könnte ich zwei Maßfälle machen. 33 und 34. Was meinst du mit Ton? Da fällt 34. Achso. Was ist schon auch da inzwischen ist gar nicht so bei eigentlich. Weiß nicht, warum ich das. Wie groß das jetzt so ausschaut, wenn ich davor stehe. Ich auf jeden Fall. Schon ein paar Ballen rausgehen. Bitte? Da werden schon ein paar Ballen rausgehen, eineinhalb oder so. Sicher. Wagen, wenn nicht sogar zwei. Was mal da aufgefallen ist, auf der einen Seite ist ein bisschen schlampert gemacht. Also da ist noch Gras anbaut. Da nach hinten. Mhm. Ah, da ist er schon, ja. Das ist ein Helfer. Das ist früh umdrehen. Ja. Also das mache ich in Zukunft mit Curseplay. Dann machen wir das so. Fertig, danke, Warzen. Hm? Warzen ist eh bald fertig, oder? Ich glaube, ja. Und ich hab keinen Traktor dabei. Weißt du was, auf das kommt's auch nicht an. Das kann ich da dann auch noch machen in Ballen. Ich möchte mal jetzt keinen Traktor kaufen, weil ich weiß, dass ich dann wieder ein Ziel habe, wenn ich nicht in der Erntephase bin. Nur bin ich drauf gekommen, dass mittlerweile dieser Benz-Traktor ist ganz gut, aber für die schweren Geräte ist auch nicht so deutlich. Alter, wo habe ich meine Dings abgestellt? Eine was? Meine. Warte mal, vorne. Die zwei Anhänger habe ich gesucht.
Was ich jetzt komisch finde bei den Texturen, ich habe die Texturen jetzt nicht umgestellt gegenüber der ersten Map, und bei der ersten Map hatte ich ja selber auch einen LKW. Aber nicht den Mercedes. Achso, das ist. Das ist wirklich an diesem Modell liegt, meinst du? Naja, dieses Modell hat ja die Textur. Okay. Jedes Modell hat ja eine eigene Textur. Mhm. Das wird beim Mod ja nicht geändert, runtergerendert. Die bleiben ja gleich. Ja, aber wenn ich es bei einem LKW-Modell habe, warum dann nicht auch bei den anderen runtergerendert? Ich meine, das ist eine andere Textur nochmal. Okay. Das ist eine eigene Textur, die verwenden ja eigene Texturen für. Sonst würde der Starrer nicht auch schon mit dem Starrer. Okay. Das wäre sein Fan. Mhm. Zum Beispiel. Das ist eine eigene gemachte Textur dafür. Und wenn die irgendwas drin hat, was zum Beispiel hoch auflösend ist, was er vielleicht nicht gedacht hat oder was nicht anders ging. Mhm. Du musst vielleicht gerade auf den Weg einstellen. Wäre für mich eine Erklärung, wenn du es ja, nur wenn du siehst, also wenn das optisch laden muss, weißt du? Ja. Das ist halt, sonst tust du dich keinen Grund, warum. Und wenn du dann LKW anschaust, warum der dann runter. Nein, ist wirklich nur, wenn. Auch wenn er steht. Wenn ich sage, er fahrt vielleicht in der Bewegung, aber es ist ja meistens nur, wenn er steht. Auch. Sehe ich ja, wie du dann nach hinten gegangen bist. Und wie ich aus dem Blickfeld gegangen bin von ihm? Ja. Ist gegangen. Ist wieder gegangen. Habe ich gesehen. Aber ich bin dennoch immer überlegen, ob ich für die Schafe nicht doch mir mal so einen Überladewagen kaufen soll.
Und immer wenn ich was brauche, schütte ich sie ihnen hin. Was ist ein Ladewagen? Bitte? Was ist ein Ladewagen? Weißt du, wo ich das Gras reinhau? Ein Ladewagen? Ja, Ladewagen. Wie gesagt, kannst du eh machen. Ich finde es halt platztechnisch nicht so überraschend. Man kann mir ja nicht gleich die ganze Ladung hinschütten. Ja, aber wenn es zu weit weg liegt, dann musst du es aufsammeln von dort. Ach so, stimmt, noch ja. Wenn es zu weit weg liegt, das ist ein Zar. Das stimmt dann, ja. Dann brauchst du wieder eine Schaufel, die du das wieder reinlässt. Das ist dann. Und so schiebst du den Ball rein. Genau, so schieb ich den Ball rein, weil er dann eben nicht notfällt. Ich meine, ich stapel es eh so, dass alle nach der anderen wegkommen. Mhm. Ich stapel sie übereinander. Ich habe zwei Reihen übereinander. Soll dass ich da drüber fahre? War eine Abkürzung. Ja, ja, passt schon. Nein, ich war gerade im Shop, Entschuldigung. Ich bin schratig von meinem Shop. Mach ich nochmal nett, ja. Also. Du warst auch über Gras liegen auf der Straße, ist mir aufgefallen. Ich bin schon am Bürgermeister geschrieben. Das ist für die Junkies. Na, also, ich hab schon Beschwerde. Ein Bäcker wird nicht immer so dreckig, wenn ich jetzt noch. Es verwahrt eh der Wind. Und wenn es regnet. Das ist aber ein Ladewagen im Angebot, möchte ich nur jetzt dazu sagen. Ja, der Tag ist auch voll drin. In dem Punkt hast du recht, aber wenn hinschieben, oh, danke. Na, was? Wenn, müsstest du es halt drin lassen, sage ich mal. Das war die einzige. Oder du schüttest es irgendwo hin, wo du es wieder aufnehmen kannst, aber das finde ich halt technisch nicht so. 44 Kubikmeter. Das ist Arsch, weil da weiß ich nicht, wie viele Ballen das sind, zum Beispiel. Brauchst du eine Ausrechnung? Nein, das ist ein Liter, der Ball. Die Kubik sind auch ein Liter. Das sind 44.000 Liter. Stimmt. Hilfe, wo es geht. So, 44.000 Liter. Dividiert durch 7.500 Liter. Schätze mal, beschätzt jetzt so, grob wären 6 Ballen, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, welche Ballen du gemacht hast, aber wenn du die großen gemacht hast, also die ganz großen, wären 6 Ballen, sonst schätze ich jetzt mal. Aber wieso 6 Ballen, wenn ich... Wenn ich sage 44.000 ja. Sind das, hast du gesagt? Ja. Dann sage ich, dividiert durch einen Ballen sind 7.500. Ach, 7.500. Ich wusste nicht, wie viel ein Ball hat. Auswendig. Ah. So als geschätzt, okay. Dass es 6 Ball sind. Ja, 6. Stimmt. Ja, siehst. Hast recht. Geschätzt. Fangen eben das mit der Lagerung jetzt an, dieses Problem. Das ist ja wie in echt. Deswegen haben ja die Leute, machen die Leute ja Ballen. Mhm. Zwecks der Lagerung. Ja. Weil jetzt hast du quasi 3 Ballen pro, könntest du jetzt rein, 3 Ballen dort und 3 Ballen dort. Mhm. Und das mehr hast du nicht mehr im Anhänger. Das heißt, den Rest, den du noch am Feld hast, müsstest du irgendwo lagern. Und keiner tut los Heu lagern irgendwo. Deswegen, man früher hat das Game am Heuboden.
Was ist mit dem Ball? Hat es auf den Heuboden irgendwie, muss der Heu raufkommen. Den Rest kann man dann immer noch zu Silage verarbeiten, notfalls. Du musst jedes Mal mit dem Ladewagen hin und her fahren. Ja, stimmt. Na, das sind die Ballen doch. Du musst jedes Mal wieder auffüllen. Mhm. Und so die Ballen lager ich irgendwo und fahre dann von da dahin. Das ja. Jetzt nicht umständlich oder so. Ach, warte, ich habe jetzt doch gar nicht so was denn nur noch. Man könnte sich sogar so einen kleinen Mod-Ladewagen kaufen. Ballenwagen. Wo man automatisch ein- und ausladen kann. Dafür. Was? Bitte? Verstehe ich jetzt nicht, was du meinst. Ne, es gibt das so Ballenladewagen, wo die auch gleich automatisch aufgeladen werden. So wie wir den einen kleinen Anhänger haben, was ich so gesehen habe. Oder täusche ich mich da? Wir haben eh einen, es gibt eh einen automatischen. Hast du eh einen automatischen Ladewagen? Ne, wieso? Da muss ich hinfahren. Da fahre ich hin. Weil ich meine, dass die so wie die Kisten gleich rauf so gehen. Ja, aber ist trotzdem ein Unterschied, ob es halt so oder so aufladen muss, so oder so. Ja, stimmt. Automatisch geht's auch, also. Zu der jetzt kann. Naja, nein, ich meine, dass das dann auch eine Zeitersparnis ist, als wenn es mit Frontlader ist. Ja, das sind aber. Das sind halt so minimale Dinge. Ja, ey. Das gehört halt dazu, finde ich, also das mit Frontlader zum Beispiel. Ja, das ist real life, quasi. Das ist so ein typisches Ding. Du kannst es auch so hinhauen, wie du mit dem Ladewagen hinfahren, abladen alle und nachschieben. Wird auch funktionieren. Ja, du hast aber recht mit dem so Aufsammeln und so weiter dann wieder, das ist dann auch wieder blöd. Ja. Ich finde, es ist. Ja. Ich finde, es ist beim Prinzip einfach viel, viel besser. Auch wenn du dann tatsächlich Strohlagen hast, also ein Strohlager und so. Trotzdem musst du immer im Ladewagen hinfahren, im Ladewagen zurückfahren. Mhm. Dann bleibt aber sicher was im Ladewagen drinnen, dann musst du wieder zuerst ausleeren. Also dann machst du es mit dem Stroh wieder und fährst mit dem Stroh hin, fährst mit dem Stroh zurück. Und so schmeißt den Ball hin. Easy. Ja, das ist was. Juni wird sich für mich nicht ausgehen. Ich weiß schon, das hat aber der Helfer gemacht, glaube ich. Und ist so rausgefahren. Mit Gras. So, das eine Feld, wo ich probiert habe, wegen die Kosten zu schauen. Das habe ich da den Helfer machen lassen. Genau. Aber es ist nur bei einigen Fällen auch. Das ist nicht nur bei dem, ich glaube, es ist beim 10er auch so. Ach so? Ich glaube schon. Okay. Es liegt überall über was am Wasser.
Alter, wir sind da durchgefahren. Kann man da durchfahren? Alter! Alter! Ist ja krass. Du kannst durch den Strommasten einfach durchfahren. Was? Finde ich sogar cool. Kann nicht hängen bleiben. Notfalls. Finde ich sogar cool. Kann es nicht notfalls hängen bleiben. Hm. Ich denke mir, dass er Grasspur genau durch. Aber das mit den Beinen kann ich mal ruhig selber machen, also das habe ich kein Problem. Muss, sobald du halt mit Dreschner beginnst, sagst du was und dann schaue ich das gleich hinterher, dass du das Feld dann gleich wieder weiter nutzen kannst. Gut, aber wenn du gerade nicht oben bist, dann kann ich es dabei machen, sage ich mal. Ja, aber wie gesagt, ich bin wohl, aber ich hätte jetzt Zeit dafür, dass also, ob du jetzt kein Stress. Muss eh bald soweit sein, glaube ich. Ja, ich schätze mal jetzt dann, wenn es Juni wird. Wenn es jetzt noch nicht ist. Mit immer Mittag und Nacht. Sind die Wachstumsprüfen. Wenn man das dann auf Juni umspringt, wenn es jetzt noch nicht umgesprungen ist. Habe ich gesagt, nicht geschaut. Na, ist noch nicht. Gerade vorbeigefahren, aber. Nö, ist noch nicht. Juni. Also morgen. Bleib uns. Oder heute vielleicht sogar noch. Ja, für mich geht sich das leider nicht mehr aus. Der Juni. Wo fangen wir lang noch spielst? Ich habe ehrlich gesagt noch nie nachgeschaut, wie lange ein Tag dauert. Ist auch eine Rechnungssache einfach, aber. So, ich glaube, da hinten ist das Feld auch schon mal. Ja, da gehört er. Jesus, ist da viel auslassen worden. 60 Minuten mal 24. Dann hast du 25 Stunden Minuten und das durch 15. Okay, wir sind auch nicht ausgehen. Das sind 96 Minuten, das ist 1,5 Stunden. Das ist ein Tag dann. Wenn ich das jetzt nicht verkehrt gerechnet habe. Ich glaube richtig. Ich brauche einfach nur rechnen, 24 Stunden noch mal 60. Das sind 1040 Minuten und das wieder durch 15. 15 mal schnell. Oder? Dann werde ich dann vielleicht das verkaufen, kurz bevor ich aufgehe, werde ich das verkaufen fahren. Ja, oder du sagst mir, wo du es verkaufen willst, und ich kann das morgen dann auch schon machen. Wenn du mir da bist, musst du dann hoch anstellen. So, willst du? Ja, sicher will ich das machen. Das wäre super. Naja, dort wo es den besten Preis halt gibt. Sojabohnen sind das dann, gell? Dann werde ich da die Zentrale irgendwo auf die Map stellen, weil den einen habe ich ja bei mir beim quasi Hof, beim Produktionshof. Solange sich der Ali da unsympathisch ist, ist mir das eigentlich wurscht. Ne, wirklich. Gibt's drei Lesen im Steffen. Ich muss. Vielleicht verkauft so einen Bummen. Oder der Ali, was oder ist das ganz knapp unten auf der Karte? Ist das wirklich? Ganz recht unten. Sonst ist alles in der Stadt. Ey, die kann nicht. Das nicht. Okay. Aber ich glaube, sonst gibt es eh nichts. Das ist sehr spannend. Dann stelle ich da die Sachen zum Händler hin am besten. Ja. Ich glaube, das ist zentral. Stellen wir ziehen. Am besten einen Traktor. Auch noch dazu. Und da kann wegnehmen irgendwo. Danke, danke.
etwas, das mich auch mal hinzunervt. Was nervt dich? In meinem Feld ist jetzt zum Beispiel, weil das über die Nacht gesät worden ist, das passe ich nämlich jetzt auch auf, dass ich das nicht mehr mache, ist jetzt ein Viertel quasi gleich bereit und ein Viertel nicht. Also ich muss da 24 Stunden wieder warten, dass der Rest fertig ist. Auf jeden Fall. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und deswegen mache ich das immer. Ich schaue immer, dass ich nicht über Nacht sehe. Also entweder, wenn es ein großes Feld ist, warte ich, bis der Tag um ist und dann beginne ich gleich in der Früh. Dass er schafft, weil das ist Sache. Das ist quasi um 0:01. Ja, notfalls. Ich sage, wenn es 4, 5, 6 ist, jeder Feld, bin ich auch schon. Aber übers Monat zum Beispiel mache ich es auch nicht. Mhm. Die meisten sind eh Monatswachstumsstufen. Oder Tage sind eh sehr selten. Aber 36 habe ich zum Beispiel. Und dann 69. Das kommt immer das Angebot, was du eigentlich dann nicht brauchst. Ich höre mich so. Ja, ich habe einen Traktor wart. Auf einen bestimmten oder? Na, das ist echt nicht. Bei Traktoren war ich in letzter Zeit. Ja, aber nur ganz kleine. Eine kleine Massefolge sind war, ich weiß. Kleiner Fan war. Mit einem Mitteltraktor oder höher noch. Da Axion war im Angebot. Axiom war nicht, glaube ich. Aber ich glaube, Arion war. Ich bin mal in der Axiom war. Ja, das war gut. Das ist gut so. Und das ist so. Ich meine, ideal wäre für mich so ein Sechser. Sorry. Axiom wäre natürlich auch ideal. Dünger solltest du auch mal mitnehmen vom Händler. Ja. Was? Hast du deine schon rausgekommen? Ja. Schaut. Weißt du was? Ich hab so viel Dünger nämlich schon zu Hause da gekauft, jetzt weiß ich das noch nicht kommen. Mhm. Aber ich muss eh da vorbeifahren, dann nehme ich es jetzt. Sonst hätte ich dir das gemacht, das Service quasi. Schau, damit es verkauft. Was verkaufe ich denn? War das die. Achso, das soll ja wohl. Morgen bist du gar nicht online. Nein. Das ist es ja. Das heißt, da werde ich dann meine Produktion auch wieder ausstellen, wenn ich da jetzt aufgehe. Weil sonst rennt die Leer unter Umständen. Kann das sehen. Es kommt doch auch, wie viel du drin hast. Na jetzt wie viele Zyklen viel hat dann die Kleidung eigentlich? Die habe ich noch nicht hingebaut. Die hast du noch nicht bauen können. Wolle hast du jetzt drin, hast du gesagt? Ich glaube 2800 Liter waren es.
wenn du, also, dann, also ich glaube schon, dass sie dann regelmäßig durchlaufen wird, dann, wenn du sie mal nachfüllst. Mhm. Und du hast dann schon 60 Schafe. Ja, die anderen haben auch schon geworfen, nämlich. Ja, eben, 60 Schafe, das ist. Ist schon fast ein voller Stall, also. Man könnte schon was. Zusammenkommen. Ich habe jetzt auch eine ganze Palette, circa. Mhm. Schon wunder. Ich habe noch gar nicht geschaut, was wir alles suchen. Das Getreide brauchst du auch? Was? Das Getreide benötigst du auch eventuell? Nein, weil sonst würde ich es anbauen. Okay. Ich brauche eben nur das Stroh, deswegen. Ah, okay. Und dann spare ich mir quasi das Anbauen vom Weizen. Mhm. Oder erste, das hat er hingestellt. Ja. Ich glaube. Dass ich mir eben das erspare. Ich brauche nur das Stroh halt. Mhm. Keine Hühner. Und den Strom brauchst du dann regelmäßig quasi? Wenn ich eine Kühe habe, ja. Aber so hätte ich schon mal einen Teil am Anfang. Mhm. Startkapital sozusagen. Hast du jetzt doch keine Hühner? Da brauchst du es dann alles. Ja, ich werde dabei mal voll in die Schafe reinstecken. Sollte ich halt wissen, was der Wind hat. Jetzt noch ein bisschen. Aber dann fällt das jetzt auch so.
Bitte? Im 70er hast du das auch das Problem, so wie ich. Was für ein Problem? Ja, mit diesem Doppelansehen. Dass du eine Seite schneller als die andere dann fertig. Mhm. Ja, aber das so groß ist auch. Ja, aber es geht sich trotzdem aus. Also ich habe es getestet in den 37ern. Mein größtes, das geht sich aus. Easy. Danke. Also, das ist eine kleinere Ballenmaschine, was du da hast. Was du da stehen hast beim Weizenfeld. Na, das ist aber nicht so eine große, wie wir haben, normal. Oh, die macht auch große. Ganz normal, macht auch alle Größen. Aber stimmt, das ist dann langsam. Ja, 1400 Zyklen sind halt nicht so viele. Zum Beispiel 4800. Mhm. Das ist halt auch eine andere Menge, darf man auch nicht vergessen. Ja. Aber ja, wird da außen gleich ran. Wo erntet meistens. Na klar, bei der Schafe geht das nicht so schnell. Noch. Aber dafür eben auch mehr Wert. Mit der Kleidung sind 15.000 und 14.000 ungefähr. Mhm. Nein, das packe ich jetzt nicht. Ich komme erstmal, ich muss schon schicken.
werde, dann werde ich nicht hochkriegen. Fuck, Mann. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Sag, der LKW, der kann auch auf normale Anhänger ankoppeln, gell? Oh, das war's nicht. Das soll ich nicht sagen. Könntest du mich vielleicht noch einmal unterstützen? Sonst krieg ich die Krise. Wie im LKW, was? Ja, das ist meine einzige Chance. Ich habe den großen Anhänger umgestoßen, umgeworfen. Und ich kann ihn mit meinem Traktor nicht aufrichten. Wenn ich den zurück... Ich müsste es mir vorladen, aber ich glaube nicht, dass ein LKW einfach so einen Anhänger anhängen kann. Nicht anheben. Wenn man anhängen, ja, ich glaube, das geht nicht. Weil der ist nämlich zu schwer. Dann wenn, müsste man es nur mit dem Frontlader, anders würde man den nicht hochkriegen können. Weil das ist die ganze Ernte dann im Arsch, oder? Und dann holen wir es, dauert halt. Das Traktor ist gerade über dir hinten am Feld. So, zum Stapeln, diese Dinge, diese Paletten-Ding, Gabeln und so habe ich da. Aber glaubst du, dass ein von da reicht? Achso, nein. Da liegt jetzt auch, glaube ich, geschissen. Fast dir gerade vorbei. Ja. Wir müssen mal gut wegschieben, mal. Jetzt haben wir es geschafft, den da umzukippen. Ich bin irgendwie zu schnell um die Kurve gefahren. Da raus. Der ist eigentlich schon draußen gelegen, aber. Oder haben wir noch reingeschoben. Das hätte man besser aufkippen können.
vielleicht reicht ja einer. Schauen wir mal. Ja, ja! Six. Okay, jetzt steht aber so, dass ich ihn wahrscheinlich nicht ankoppeln kann. Die Erfahrungswerte. Danke. Gut, das heißt, ich muss ihn jetzt noch ein bisschen schieben. Das ist mit dem Vorteil, dass ich mit einem langen Grasballen dann von unten auch mal mitziehen war. Kann ich ihm aber nicht drehen. Warte mal, wenn ich frontal vielleicht von der anderen Seite. Ich muss das halt anfangen. Halt nicht voll, aber so, so halt so schieb Stück für Stück. Also voll gefasst und steckt aber halt wieder um. Hat mein Traktor nicht die Base dafür. Action? Mhm. Zum Hochheben schon, aber zum Action nicht, oder? Muschi. Ja. Wirklich. Und jetzt hänge ich meinen Traktor fest dort. Mit der Gabel. Wie mit der Gabel? Bist du mit der Gabel voraus reingefahren? Das kann nicht funktionieren. Mit der Gabel voraus kann das nicht funktionieren, weil du diese Aufprallfläche gar nicht hast. Mhm. Man muss mal zwei Stäbchen hier runter schon machen. Ja, stimmt. So eine kleine Fläche umschieben. Ich komme da oder nicht. Oh. So, geschafft. Jetzt wäre mal fast zwar wieder kippt, aber. Notfalls halt zurücksetzen. Nein, der Anhänger wäre mal kippt wieder. Das ist ja Notfalls halt zurücksetzen. Gut, da ist ja die Ernte weg. Echt? Seit wann? Also wenn ich einen Drescher zurückgesetzt habe und da war was drin und dann war alles weg. Der Drescher, aber es nicht Anhänger. Anhänger nicht? Ich glaube nicht. Möchte ich ehrlich gesagt nicht ausprobieren mit einem 55 Kubik Anhänger. Ja, muss nicht, aber ich glaube nicht, dass das. Ich glaube, ich habe das am Anfang auch mal zurückgesetzt und dann war alles drin. Wird dann schon angezogen, kann schon viel, aber habe ich noch nicht probiert, aber. Der 52.000 Liter hat der Getreide drin. Dann bei den Ballen zum Beispiel lässt du einfach alles fallen. Auf dem Atemfleck oder bei Balletten. Okay. Das bin ich mir 100% sicher. Da muss ich mal probieren, wenn wenig drinnen ist. Schon Spaß halber. Aber müsstest du mal auslernen, so, weiß nicht, bis auf 500 oder so. Gut, da schaue ich einfach bei der nächsten Ernte. Was bei der nächsten Ernte? Na, wenn ich was reinfülle, meine ich. Oder so, du ein bisschen was reinfüllst und dann quasi gleich zurücksetzt. Genau. Das geht auch.
zum Beispiel, was du dir, wenn du die Grasbeine überlegen kannst, irgendwann einmal, wenn du dann noch Stroh brauchst, zum Beispiel, dass du dann halt auf eine Quaderbeinmaschine wechselst, dann musst du halt nicht immer stehen bleiben, wenn ich das stehen bleiben zum Beispiel nervt. Das stimmt. Gut, Stroh brauche ich aber nur für Kühe, glaube ich. Und für Schweine. Und für Schweine. Mhm. Gut, das ja. Das deutet sich dann schon aus. Ich habe zum Beispiel gesehen, für Heu nämlich, das überlege ich mir jetzt noch stark. Ich habe ja so einen Mod runter, also haben wir ja, wo du Quaderball machst, der aber gleichzeitig einen Schwader dran hat. Mhm. So sparst du auch einen Arbeitsvorgang durch den. Dass ich mir die Spur legen muss. Ja. Und dann presst du gleich die Ballen dann. Sehr ideal. So, da war hier am Traktor dran. Die überlege ich mir halt stark, aber die ist auch gar nicht so teuer eben gewesen. Mhm. Ist nicht so teuer jetzt für mich. Achso, und die macht gleich Quaderballen. Ja, die schwadert und macht Quaderballen gleich. Das ist ganz Zufall. Eine Schwaderballen und das gleiche Ballen. Das ist nice. Wahrscheinlich nicht diese Breite wie ein Schwader, aber sag das wurscht. Du musst das sowieso mit der Ballenmaschine noch mal fahren, das war Spaß für sich jetzt halt. Mhm. Also musst du zweimal drüber fahren und so musst du quasi nur einmal mit einer Kombination drüber fahren. Viel Schaf, viel Straf. Ich habe dir die Sache auf dem 10er-Feld abgestellt. Alles nur für ihr Bordern. Ja. Im Juni fix verkaufen. Es steht zumindest, dass im Juni der höchste Preis ist, ja? Ja, war, nicht ist. Das darfst du nicht verwechseln. Ach so. Das ist ja immer vom Vorjahr dann angezeigt. Heißt nicht, dass im nächsten Monat genauso ist dann. Ah, okay. Das muss man dann beobachten. Mhm. Du siehst dann eh, wie war es eigentlich letztes Jahr zu der ungefähr zahlt. Weil er wird nicht von 0 auf 100 gehen dann meistens. Ja, eh. Na, ganz gut ist wieder nicht ganz hoch. Also, Höchststand war 2200. Wenn du es über 2000 verkaufen kannst, dass du nicht dauernd schauen musst, irgendwann wäre nice. Wie viel hat er jetzt? Stand? 1800. Ah, der eine hat schon 1900 fast. Okay.
Da hast du aber viele Möglichkeiten. Bahnhof, Depot, Getreideacke, Getreidehandel. Ja, Getreide Hafen, hast du immer viel. Reifeisen. Getreidehandel ist da über mir. Das ist nice, du hast da schon eine Viertelpalette hingemacht wieder. Schaff's, Wolle, Wolle. Da sogar zwei. Style Wolle wieder, weil ich eh relativ schnell produziert. Ich mach's. Wollen wir, wenn der Stall voll ist, dann geht's hier zacki zacki. Zeig, da kannst du sicher durchlaufen lassen, dann schon mit 60 Schafe. Produktion. Schauen wir. Okay. Was halt schade ist, dass man nicht sagen kann, verteile die Wolle gleich automatisch zur Produktion. Das war dann nicht so einfach. Ja, eh. So würde ich, da muss halt wieder nichts machen eigentlich. Stimmt. So tut man sich da ein bisschen kümmern. Ja, also musst du dich kümmern, wie sonst. So viel Arbeit ist es ja gerade mit Automotor ja gar nicht dann, ne? Mit Autodrive meinst du? Automot. Achso, so meinst du mit dem Aufladen, ja. Stimmt. Ja, was muss man mit dem Gabelstapler? Ich will alles mit dem Gabelstapler machen, was wir da wollen noch. Stimmt. Jedes einzeln. Genau.
auf dem Anhänger und vom Anhänger dann runter in der Produktion. Und da muss man es nicht einmal runtergeben, sondern das wird gleich eingesaugt. Das wird alles easy. Soll ich mit dem LKW nochmal kommen? Bitte? Soll ich mit dem LKW nochmal kommen? Wie meinst du? Nur in die Schafe. Hast du noch mit dem Stallbord gesehen? Die kaufe ich mal so, weil ich muss jetzt aufgehen. Nämlich. Kaufst du so Schafe? Okay. Ohne Händler. Beispiel, ich würde es nicht so machen jetzt. Okay. Was meinst du? Du hast echt die Schafe, warum soll ich da jetzt welche dazu kaufen? Also, die sich eh reproduzieren. Ich habe gesagt, ich mache jede Schafsart einmal. Ach so, okay, stimmt, weißt du? Hab ich vergessen. Ich meine, ja, müsste ich nicht, ich weiß. Ja, dann, okay, wenn du so machst, ja, das habe ich wieder vergessen, sorry. Na, ah, kein Problem. Das habe ich vergessen. Das habe ich verboten. Ich meine, ich weiß, ich müsste nicht, aber wisst ihr, das möchte ich für mich machen. Ja, passt. Aber sonst wäre es halt, so wäre es effizienter gewesen, sage ich jetzt einmal. Und so hätte ich dann, wenn du sagst, was 30-30, nehme ich dann wieder 10-10 raus. Mhm. Da habe ich 20-20-20. Ja, da habe ich mir gedacht, wenn der voll ist, dann verkaufe ich die Hälfte mal. Nee, aber wenn du jetzt den dritten Stall hast, dann verkaufst du wieder 20, dann hast du keinen Gewinn, wenn du dann wieder hier verkaufst. Schon mal? Also so meinst du das? Nein, ich möchte mal die Stelle voll werden lassen. Ja, ich muss ja nicht, dass du das hast du vergessen mit den Worten. Achso, ja, okay. Dann geht's eh nicht. Aber ich sag sonst. Wäre es nicht so effizient, wenn du es so machst. Ja, stimmt. Du kaufst sie und dann verkaufst du sie aber um den halben Preis, weil du das, was du kaufst, kriegst du nie beim Verkaufen was. Mhm. Gut, das rentiert sich dann irgendwann später, erst wenn ich viele, viele verkaufe quasi. Eben, aber so, wenn ich es eh habe, warum soll ich es dann kaufen? Mhm. Ja, ich weiß. Weil das quasi 20 Junge, diese 20 Jungen könntest du in den Stall stecken, dann fühlen sich die anderen zwei ja trotzdem gleich schnell auf. Mhm. Black Welsh und Alpines haben wir da. Ich steppe das wirklich wie die Kanickel, Leute. Was denn? Ich habe erst geworfen die Schafe. Und die Schafe, die ich als Jungen dazu genommen habe, die haben jetzt schon Geschlechtsreife 75%. Das heißt, da kommt auch bald was. Ja, dann haben sie Geschlechtsreife. Und da müssen sie erst reproduzieren. Ja, aber dann dauert es auch nicht mehr so lange wie... Ja, das schon. So ja, das wird dann relativ schnell. Das, wenn du erstmal da drin bist, dann sag ich ja, darum wäre das Kaufen, sag ich, dumm, eben, aus dem Hund, weil es eh relativ flott ist. Ja, geht. Aber ist ja, das ist so ein Splend von mir, dass ich eben alle vier Schafsarten ja, am Hof haben möchte, so. Mit den Kühen will ich es halt nicht machen, wenn du das machst. Gibt's da so viele? Oder mit Schweine. Ich glaube, es gibt auch vier Sorten. Ah, okay. So, na, dann kam's genug. Habe ich jetzt nach 1450 Liter Wolle und Stoff 738 dabei gemacht. So, den werde ich jetzt aber deaktivieren. Dabei. So, na gut, hier werde ich jetzt den Stream beenden. Es geht bald weiter, sowohl online als auch offline.
Das ist einmal was, mit dem man arbeiten kann. Als nächstes, wenn sich's dann auszahlt, bauen wir eben noch hier dann müssen. Oder? Damals die Schneiderei hin. Stepper, der kostet 100.000. Aber wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Danke dir auch, Flo. Macht's gut, bis dann. Ciao und Baba.